So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zur neuen Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Jawohl, vielleicht wissen es welche von euch schon. Also, es ist jetzt der erste Tag der Woche. Ich werde versuchen, 5 Wi-Fi Battles diese Woche hochzuladen. Heißt, jeden Tag ein Wi-Fi Battle. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr diesen umständlichen Rahmen mit den Pokémon habe, ist das theoretisch auch möglich. Praktisch, schauen wir mal, wie viele Gegner ich dran kriege. Ich möchte auch gegen YouTuber spielen, auch gegen euch spielen. Aber auch mal gegen YouTuber, mit denen ich noch gar nicht was gemacht habe oder so. Habe ich auch ein paar angeschrieben. Schauen wir mal, ob Razer Zeit hat. Razer hat keine Zeit. Der Friseur, keine Ahnung, derzeit, es ist echt schwierig zurzeit, also schauen wir mal, wen ich da dran kriege. Morbo werde ich auch noch fragen, also ich werde alle mal fragen und dann kämpfen wir noch gegen euch. Also jedenfalls die Woche schön noch mit Wi-Fi-Battles aus X und Y vollstopfen und dann fängt Uras an, Leute. So, wir kämpfen heute gegen Juli. Ich habe dabei mein, so, erstmal auf Kampfbeginn, mein Nidoking, mein Raikou, mein Griffeldes, Florges, Austausch, Flampivian, Absol hat sie, ich glaube sie hat, wir hatten nämlich gerade einen Kampf, ich glaube sie nimmt das, ja, sie nimmt das gleiche Team mit, Absol, Kikli, Pity, also Plaudergeil, da wird sich Joey freuen, Tonopto, Morlord und Rokara, und die werden natürlich denken, welches Team machen wir eigentlich, ja, Juju, aber sie hat einen Morlord dabei, aber, naja, scheiß drauf. So, und dann nochmal neu, weil gerade wurde ich mittendrin in der Aufnahme angerufen und es war ein wichtiger Anruf, deswegen musste ich rangehen. Und jetzt schreibe ich hier mal, Morlord ist im OU. Naja, aber sie hat ja dann, sie hat ja keine Trial-Viecher dabei, also scheißen wir da jetzt mal drauf, im Gegensatz zu mir. Mit was lead ich? Was ist sehr vielseitig und kann wieder raus? Ich sehe durch die Scheißkamera auch nicht, mit was ich lead. Ich muss hier so rüber gucken, Leute. Ach, ich liege einfach mein Flampivian. Ist schnell. Ich glaube, diesmal habe ich sogar Live-Op dabei. Also nicht gescarft. Um also spielst du ja nur gescarft, aber. Who cares? So, und dann drücken wir auf OK. So, Kamera ist auch gescheit. Machen wir ein bisschen weiter hinter. Und dann. Keine Idee. Also, ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob das Modell ist im OU oder nicht. Und ja, Leute, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich hoffe nicht, wie in der letzten Aufnahme. Da habe ich nämlich ein IU-Kampf gemacht, ist leider die Aufnahme vorbei, also weggegangen, und schauen wir mal, ob das jetzt auch auftritt. Und da sehen wir es, der Kampf beginnt. Leute, ich brauche Musik. WLAN-Schalter ist auch aus, oder? Yeah. Naja, WLAN-Schalter sage ich schon, 3D-Schalter, sonst sieht man ja in der Aufnahme nicht. Und ich muss mir echt mal Musik anmachen, ihr hört die ja zum Glück nicht. Sonst höre ich nur Rauschen in meinem Ohr. Also, sie fängt mit Pity an, okay, süß, Pity. Und ich mit Flampi, wenn ich nicht gescarft bin, kann ich hier auf meine Gesteinsattacke gehen und sie hat nur Rokara, um die abzuwehren. Und ich habe den Erdbeben, glaube ich, drauf, oder? Ich habe den Erdbeben drauf. Also schön Steinhaken. Ups, jetzt bin ich gegen meinen Bildschirm gekommen. Was höre ich mir denn an? Jetzt labe ich über die Musik, wünsche ich jetzt. Warte mal. Oh, sie wechselt raus. Okay. Ich werde hier mal ein bisschen was am NTS rumstellen, damit die Aufnahme auch schön gerade ist. Oh Gott. Das ist bei Live-Käfen blöd. Sie wechselt den Quacks ein. Stimmt auch wieder. Tja, aber ich habe den Stauchel eingepackt. Nein, Spaß. Och, und natürlich geht Steinhagel daneben. Ihr wisst ja, Stonage Hasser ist hier. Oh, ich habe gar keine Pflanzenattacke dabei, oder? Ich habe keine Pflanzenattacke. Behemoth, hast du einen Strauchler dabei? Du hast Donnerblitz, Eisstrahl, Freeheese. Scheiß drauf, wir holen uns jetzt den Freeheese. So, auf spezieller Seite ist Mord, glaube ich, ein bisschen schlechter ausgelegt. Schauen wir mal. So, jetzt höre ich mir erstmal Musik, damit ich hier nicht einschlafe, während ich kommentiere. So. Da ist auch schon Musik für mich. Das hört ihr natürlich nicht und sie spielt ein Fluchset. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt habe ich auch noch Musik im Hintergrund. Schön für mich. Und dann spielen wir die Match. Ne, wobei Matchball Resist sie. Wir holen uns den Freeze. Freeze. Komm schon. Und das macht guten Schaden. Erdbeben. Ach ja, scheiße, das Ding kann ja Erdbeben. War das jetzt ein Fehler? Der Crit hat gemattert, weil Morlord ist nicht stark genug, um mich umzubrauen. Oh Gott. Naja. Haben wir gleich mal Pokémon schön rausgeworfen. Jetzt habe ich meinen speziellen Attacker weg. Aber ich bin irgendwie gar nicht aufgeregt, Leute, bei normalen Wi-Fi-Battles mehr, weil, ja, ich habe die GPL erlebt. Und da ist man echt, da ist man echt manchmal so, oh Gott, nicht schon wieder oder so. Aber jetzt habe ich echt ein Problem gegen diesen Morlord, kann ich kaum was machen. Ah, ich muss es Toxic Storm mit Buzzy. Buzzy. 217 KP, Gott, du bist ein tankiges Ding. So, friss mal Toxic. Kannst du das irgendwie predikten? Mit Absol, wobei das hat noch kein Magieschild. Magiespiegel oder Magieschild, wie auch immer die Fähigkeit heißt. Schauen wir mal. Ups. Genau zwischen das Mikrofon. Und sie wechselt hier zurück, okay. Wahrscheinlich will sie einen Toxic abfangen. Mit was eigentlich? Hat sie eigentlich irgendwas? Antikraft?
Hä, so habe ich doch mein Rockara auch genannt. Ich glaube, das ist mein Zuchtrest-Rockara. Das habe ich ihr mal gegeben. Lol. Nice, nice, nice. Und sie wird die Screens jetzt rausbringen wollen, schätze ich mal. Wobei, auflockern. Macht Auflocker die Screens weg? Würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich, also Defog. Auflockern. Wenn sie die Screens weg macht, dann haben wir hier eigentlich ein schönes. Können wir hier schön ihr Setup betreiben und das Toxic weiter stallen. Schauen wir mal. Lade PokeWiki. Lade, 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 lade. Und auflockern kann. Jawohl. Und. Auch Lichtschild ist weg. Okay, wir gehen aber nicht direkt aufs Auflockern, weil das ja blöd wäre, sondern auf den Schmarotzer. Weil wir Schmarotzer sind. Yay. Und sie bleibt auch drin. Wird wahrscheinlich auch nicht viel Schaden machen. Ist ja immer ein Rock. Und ja, ist ja auch noch resistet. Und Reflektor. Ja, das bringt dir nicht viel. Ob ich sofort auf den Defog geht, falls sie rausgeht. Wahrscheinlich wird sie jetzt. Nee, ich gehe auch weiter auf den Schmarotzer. Weil ich kann den Defog ja auch setzen, wenn sie die Screens gemacht hat. Dann lasse ich sie jetzt noch in der im Glauben, dass ich nicht den Auflock, dass ich das Auflockern nicht drauf habe. So. Crit! Tarnsteine. Oh ja, bitte leg alles raus. Bitte tu es. Oh, süß. Süß, süß, süß. Hat sie eigentlich was in eine Unlichtattacke reinzuwechseln? Morlord. Wobei, das kann ich auch stallen. So, dann werde ich jetzt aber mal aufs Auflockern gehen, falls sie sich überlegt rauszugehen. Und sie bleibt aber drin und. Ja, das war's von den Rocks und den Reflektor. Ach, sie hat den Reflektor rausgebracht, deswegen hat der Crit schön Schaden gemacht. Und damit, tschüss. Und Lichtschild, jawohl, das ist mir relativ egal. Sie will also voll auf Setup gehen. Jetzt könnte sie auf Explosion gehen. Das Toxic Storm nimmt, das Toxic nimmt sie raus. Wenn sie auf Explosion geht, sie wird nicht super, super viel Schaden machen. Wir hauen das Auflockern raus. Hauen damit die Screens weg und schauen wir mal, wie viel jetzt, wenn überhaupt die Explosion macht. So, natürlich wird der Status nicht sinken. Reflect. Okay, es bringt dir halt null. Es bringt dir null, weil Auflockern hat, glaube ich, 15 AP und dein Toxic nimmt dich raus, sogar schon in dieser Runde. Damit sage ich Tschüss, Rokara. Blödes Missplay von mir am Anfang, wobei der Crit auch gemattert hat und ich hätte irgendwann den Freeze vielleicht bekommen. Aber ich bin bei normalen Wi-Fi Battles, bei Hacks bin ich jetzt nicht so der, der gleich rumheult, weil sie ja nicht so wichtig sind. Pity. Hallo Pity, schön dich zu sehen. Man spielt Pity oft mit Schwertanz und ich weiß es nicht beim besten Willen nicht, was du mir auch so ein Choice-Back Spoonburst um die Ohren hauen willst. Also Schmarotzer. Wobei, doch, Schmarotzer. Ist sie davor auf dem Fleck oder Lightspring gegangen? Ich weiß es nicht. Geschwätz, okay. Ist Geschwätz nicht bei Online-Kämpfen verboten oder so? Und das ist jetzt. Scheiße, weil ich verwirrt bin, aber ich weiß gar nicht, ob es zu wie viel Prozent es verwirrt, deswegen rege ich mich auch nicht auf, aber. Yes, ich treffe. Yes, yes, nice. Wie viel macht das jetzt? Okay, sie hat doch noch den Reflect draußen, oder? Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls habe ich einen potenziellen Sash zerstört. Das freut mich schon mal. Und jetzt gehe ich auf Auflockern, um sicher zu sein. Wenn sie jetzt noch nichts draußen hat, dann dürft ihr mich auslachen und mich. Dann darf ich mich schämen gehen, sagen wir es so. Aber jetzt muss ich erstmal über die Verwirrung kommen. Und. Mann! Schade aber auch. So, da ich aber nicht will, dass sie sich unendlich mit Ränkeschmied boostet und wir eine der besten speziellen Wall im Spiel dabei haben, jedenfalls vom Base-Stat her, gehen wir hier auf unser schönes Flogges. Ich weiß gar nicht, ob sich die Webcam lohnt, weil ich schaue ja eh nie rein, außer jetzt gerade, aber ansonsten schaue ich bloß auf mein DS und geimpft. Ich muss mehr üben, so mit Webcam zu euch zu sprechen und sie, er macht, glaube ich, Geschwätz. War das ein Boomburst? Heilige Mutter Maria! Was opfer ich jetzt? Was brauche ich nicht mehr? Habe ich den Eisschatten auf mein Cloyster? Attacken. Ich hab den Eisspeer. Scheiße, dann kann ich das Cloyster noch. Ich opfer Florges. Ich opfer Florges. Nein! Vermissklick! Nein! Ich hab Cloyster aus Versehen auf Tausch gedrückt! Nein! Ich Idiot, tschüss Cloyster. Ma, damit hätte ich mich jetzt aufsetzen können. Ja, jetzt bringt mir das sehr schön wie was, aber. Oh Gott. Ja, und ich habe ja keinen Eisschad drauf. Scheiße. Wobei Eisspeer? Nein, Kalkling habe ich stattdessen drauf. Scheiße. Ich wollte doch nicht auf Tausch drücken. Mann, schon zwei riesige Play Missplays. Austoss und mein Nidoking. Wir haben keinen speziellen Attacker mehr. Oh Gott.
So, Raikou ist schneller, oder? Ich hoffe es einfach mal. Und ich gehe auf den sicheren Donnerblitz. Weil auf Spukball zu gehen, ist das Risiko zu hoch. Ich gehe auf den sicheren Donnerblitz. Ja, auch wenn sie den Mordort vielleicht wechselt. Juckt mich nicht. Weil das Risiko auf Spukball zu gehen ist zu groß. Und vielleicht overpredicted sie, dass. Ja, dass ich halt auf Spukball gehe, um ihr Mordort zu predicten. Schauen wir mal. Jedenfalls denkt sie gerade noch nach. Schön gechillt, Lifehack. Wie schon gesagt. Und sie overpredicted nicht, okay. Ich predikte das Erdbeben. Spiel hier sicher und gehe in mein gutes, altes, schönes Buzzy. Beziehungsweise Griffeldis. Griffeldis ist echt ein cooles Pokémon irgendwie. Ich hasse den Vogel, wenn ich gegen ihn spiele, weil der sich so eklig. Ja, der stirbt einfach nicht. Scheiß Vogel. Ja, Genesung. Werde ich das Toxic draufkriegen? Ja, das werde ich, okay. Und die KP, bei den KP brauche ich noch keinen Ruheort einsetzen, also. Und Reflekt ist weg. Sehr gut. Toxic. Hat sie was zum Einwechseln? Ich sehe jetzt nichts. Absol hat ja noch keinen Magiespiegel, oder? Oder? Ich hoffe nicht, dass es in der normalen Entwicklung noch einen hat. Und sie bleibt drin. Vielleicht trifft ihr Toxic ja nicht. Wobei. Fluch. Tut mich jetzt nicht gerade interessieren, wenn ich ehrlich bin. Angriff steigt und Verteidigung. Siedewasser kann sie mich angreifen oder Kaskade, aber das ist so ein bulkiger Scheißvogel. Und sofern jetzt nachher kein Icebeam drauf hat, der mich ziemlich überraschen würde, wenn ich ehrlich bin, ist auch alles in Ordnung. So, wir können hier auf den Schmarotzer gehen. Ah, Knockoff hätte ich jetzt gerne drauf. Knockoff. Und ich hasse es immer hier in der Mikrofonspinte. Ist so ein kleiner Haken oder so und da fallen immer meine Kopfhörer rein. Und sie setzt sich weiter mit Fluch auf. Nicht gerade so das Beste oder Intelligenteste, wenn man weiß, dass vor dir, wenn du getoxic bist, sich aufzusetzen, ist so das Schlechteste, was man machen kann, ganz ehrlich. Also was bringt denn dir das? Du stirbst doch bald. Du musst noch so viel Schaden wie möglich raushauen. Und jetzt kommt Battle Pass und tut mich in alle Generationen in den Arsch ficken, wirklich. Wenn jetzt ein Battle Pass kommt, dann weine ich. Aber jahrelang. So, weiter auf Schmarotzer. Vielleicht kriege ich irgendwann den Crit. Ja, das ist ein schöner Storyboard bis jetzt. Okay, der Schmarotzer macht jetzt nichts von Kaskade, okay. Ich bin aber noch schneller. Roost wird seine Arbeit machen und die Kaskade macht. Ja, war das schon alles. Wie schon gesagt, das war jetzt blöd, sich da aufzusetzen. Mordor ist halt nicht der Sweeper. Fluch ist ein lustiges Set, aber nicht, wenn man getoxickt ist. Wenn es Toxic nicht drauf wäre, dann wäre es was anderes. Dann könnte man sich schön aufsetzen und mit Genesung wieder hochheilen, was wahrscheinlich jetzt in der nächsten Runde kommen wird, oder? Sie muss auswechseln. Was will sie denn drin? Ich gehe auf Schmarotzer und schmarotzt mich hier durch die Gegend. Klingt irgendwie blöd, ist aber so. Ja, sie wechselt jetzt zurück und hat ein vergiftetes Mordort und keine Boosts mehr. Also habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und es kommt das gute alte Absol rein, das einen ziemlich guten Angriff hat. Und deswegen Schmarotzer, auch wenn es resistet wird. Und nicht resistet und nicht, oder? Oh ja, aber das macht sehr guten Schaden. Und was kann Absol? Es kann Mixed sein, es kann auch die Stone Edge haben. Ah, die macht mich nicht One-Hit. Hier, Schmarotzer frisst es. Wenn du in die Mega gehst, wird dein Angriff eh sowieso gesteigert. Dann könnte der Schmarotzer sogar reichen. Also unser schönes Griffeldis schmarotzt dich hier durch die Gegend. Und Knuddler! Vergessen! Der reicht vielleicht. Oh, Basi, du bist so ein Monster! Du bist so ein gutes Monster! Du bist ein gutes Pokémon! Oh, du bist so ein tolles Pokémon. Ich liebe Griffeldis auf einmal. Also nicht, wenn ich gegen es spiele, das ist klar. Genauso wie bei Cresselia, aber das tankt ja alles kaputt. Ich dachte, Knuddler, fuck. Aber es ist real, wisst ihr? Ace kommt rein, okay. Und das ist ein Tornupto mit scheiß Movepool. Was kann's machen? Fla Eruption. Ich setze mich mit Roost auf, weil ich brauche KP. Eruption, ob die reicht? Wenn er jetzt gespext ist, habe ich ein Problem. Natürlich! Natürlich! Klar! Erdbeben oder Steinhagel?
Pity kann reinkommen, aber Erdbeben. Wahrscheinlich rechnet sie auch mit den Steinhakel und geht in Morlord. So würde ich es jetzt jedenfalls machen, aber oh Gott. Quacksalbe, ja. Der Erdbeben sollte aber Schaden machen. Morlord ist weg. Morlord ist weg, ja. Morlord ist damit aus dem Spiel. Bam, der Crit. Der hat gemeldet, aber danach hätte ich noch ein Erdbeben oder Steinhakel gemacht, falls sie auf ihr Pity gehen will. Also, tschüss Morlord. Also die Hacks sind echt wie. Also das kotzt ein bisschen an. Also wie schon gesagt, hier, Wi-Fi Battles kann ich verlieren. Ich bin nicht der Typ, der nichts hochlädt, was er verliert oder so. Wenn ich das verliere, ist mir scheißegal. Ihr wisst ja warum. Wobei der Misplay am Anfang mit Nidoking auch blöd war. Wobei ich ein Erdbeben überlebt hätte. Also das Blöde ist auch, Damage Kalt geht nicht mehr. Und Pity kommt rein. Kannst du mich one-shotten, Pity? Wenn du es kannst, was hätte ich, was schneller als du ist? Ich hätte noch einen Raikou und du hast keinen Morlord mehr, also muss ich auf Steinhagel gehen. Wobei Flammenblitz? Nee, Stein. Flammenblitz reicht auch, aber dann kriege ich Recall. Steinhagel. Überleb eins, bitte. Und bitte sei nicht verwirrt. Ich weiß ja nicht, ob die Verwirrung. Okay, du. Oh, die Verwirrung ist, glaube ich, sicher. Komm. Die Hex waren schon so gemein zu mir. Jetzt komm, treff, bitte. Yes! Aber verdient, das ist verdient. Ich hab's verdient. Das kennen Leute aus dem Stream. Und damit Flambivian holt sich den Kill. Pity ist weg und sie hat nur noch ein wahrscheinlich gescarftes Tornupto. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt keine vorläufigen Thesen ziehen, wenn ich es nicht weiß. Und dann ist Pity ist weg. Und sie schickt Kickly rein. Wie schnell ist Kickly? Und es ist sogar shiny. Kickly, wie schnell bist du? Kickly. Du bist wie schnell. Schau mal, auf Bisa-Fans ist irgendwie die Seite, die am schnellsten nerdet, weil PokéWiki dauert immer ewig. Und die haben ein neues Design, okay. Schnell bist du nicht gerade. Und wie schnell ist Flampivian? Ich habe alles auf Speed, so viel ich weiß. Und ich bin auch scheu. Aber wenn es jetzt gescarft ist, wäre natürlich blöd. Lade. Oh, jede Pokémon-Seite hat ein neues Design. Wahrscheinlich alles wegen Uras. So, 95, ich bin schneller. Das heißt, ich gehe auf hier auf den Flammenblitz. Und wenn sie jetzt nicht gerade Sash ist. Ah, Muggelhieb. Und Normal Gym. Okay. Patronhieb. Muggelhieb kann wehtun. Tut auch weh, aber Patronhieb reicht nicht. Und ich bin schneller. Außer es kann, wenn es Tempohieb drauf hat. Hat es Tempohieb drauf? Oder kann es überhaupt Tempohieb? Also Gifthieb. Es ist schneller als ich. Es ist doch schneller als ich. Jetzt habe ich ein Problem. Es ist sehr, sehr schnell und kann mir echt großen Schaden machen. Und mein Buzzy ist leider durch den Crit wahrscheinlich vor uns weg. Jetzt muss ich mal schauen, wie viel der Thunderbolt hier macht. Eine Attacke sollte ich überleben. Ich habe auch kein Protect drauf, um den Turmkick abzufangen. Das werde ich höchst. Wahrscheinlich wird sie mich dann auch noch mit Gift-Hieb rausnehmen. Donnerblitz, der muss jetzt guten Schaden machen. Turmkick trifft, okay. Und wahrscheinlich crittet. Boah, ich überlebe und wenn der Donnerblitz ist, vielleicht parat sogar. Yes! Come on! Oh Gott! Das war die einzige Chance! Das war die einzige Chance! Und außer der Turmkick misst danach, aber sie wäre doch natürlich auf eine sichere Attacke gegangen. Ich bin schneller als Tornupto. Aber ich habe keinen Recall, ich habe keinen Rest-Set, um mich aufzusetzen. Und er hat Eruption und ist vielleicht gescarft. Oder das Tornupto ist gescarft. Oder Specs. Ich muss jetzt T-Bolt gehen und so viel Schaden noch wie möglich raushauen, um die Eruption schwächer zu machen. Sie ist gescarft. Okay, das ist GG. So eine Eruption überlebe ich nicht. Och, Mann. Aber diese Reaktion wird sicher irgendwo noch benutzt. Yes! Aber ich überlebe keine Eruption mehr. Und selbst wenn, sie resistet mich. Ich gehe jetzt auf meinen Wish. Wobei, ich könnte Protect machen. Danach den, okay, dann kriege ich ein bisschen KP noch. Also schauen wir mal, ob ich das irgendwie noch retten kann. Also die Hacks waren echt brutal, die zwei Crits. Also waren echt gemein. Und dann hat er auch einmal, wurde ich durch verwirrt. Aber naja. Schauen wir mal, ob das jetzt. Double Protect mache ich nicht. Ich mache Wish. Vielleicht überlebe ich eine Eruption. Vielleicht ist das Leben an meiner Seite und ich überlebe eine Eruption.
So viele Crits hatte ich noch nie, Alter. So viele Crits. Oh, speichern wir das mal. Also Leute, den hätten wir auch überleben können. GG schreiben, also das gehört dazu, auch wenn man... Ey Leute, das habe ich nicht verdient zu verlieren. Das war kein Kampf, den ich durch Skill oder so... Am Nidokings am Anfang, ich hätte ein Erdbeben überlebt. Ich hätte Eruption bestimmt eine überlebt. Komm schon, eine Scarf, ein gescarftes Flam... Toronto? Mit Eruption. 150 auf guten Spezialangriff. Ist okay, aber wir haben Florges mit der Hälfte KP oder 90 KP. Ich will jetzt auch nicht spekulieren oder so, aber ey, die Keks waren hier und ich will mich nicht aufregen, aber so ist Pokémon, Leute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem gefallen. Ja. Hoffen wir, dass es im nächsten Kampf besser wird und damit freue ich mich auf morgen, denn da soll ein neuer Wi-Fi-Kampf kommen. Ciao, Leute.